Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks! Heute mit Annalena, dem Epic Battle Girl. Hallihallo Annalena, herzlich willkommen auf YouTube. Und eine Runde aus meinem gestrigen Stream. Hier mit dem Jagdpanther, ein Stufe 7er Jagdpanzer der Deutschen. Richtig stark, 300 Alpha, super schnelles Einzielen, relativ mobil für einen turmlosen TD, ja, gerade wenn man dann an den Jagdpanzer R100 denkt, doch ein bisschen mobiler als der da verbundene Jagdpanzer R100 und hier schaue ich mich gerade ein bisschen um. Es wird auf jeden Fall eine richtig geile Runde, wie ihr das immer so von mir kennt, wenn ich die Sachen auf YouTube bringe. Ich bringe keine Quatschrunden auf YouTube. Da kommen übrigens die Highlights-Runden, ne? Ich spiele deutlich mehr, ich bringe hier nicht jede dritte Runde oder sowas, sondern irgendwie jede 20. wenn es hochkommt. Wie ihr hier schon seht, wir fahren hier an der ersten Reihe. Ich dachte mir noch so, ja, wenn hier vorne jetzt am Berg, ja, hier so unsere Heavys sich aufstellen, die aber alle drei hier rausfahren, die wir haben, dann werde ich hier nicht viel tun können. Netterweise fahren die Heavys nicht hier in die Mitte. Also ich dachte dann so, okay, ich kann mich hier rüberstellen, um hier unten so J1 bearbeiten zu können, wenn sie dort rumpushen. Aber da niemand vor mir steht, also wirklich niemand, habe ich mir gedacht, okay, dann stellen wir uns hier in den Busch und unsere Taktik wird einfach sein, wir stehen da und wir spotten und wenn was vor uns aufgeht, dann fahren wir zurück, damit wir dann durch den geschlossenen Busch durchschießen können. Weil wir dann fast 10 Sekunden Zeit haben, wenn wir die nicht mehr sehen, bis sie weggehen. Ne? Das ist die ganze Idee. Es würde jetzt mal eine ganze Weile nichts passieren, weil der ganze Quatsch hier passiert auf der Minimap. Ne? Also okay, der gegnerische EBR stirbt als erstes, aber die haben hier sind die ganzen Gegner schon richtig geballt aufgegangen. Hier sind unsere Heavys, die irgendwie da hochfahren in die geballten Gegner rein. Das ist irgendwie alles nicht so geil. Und wir haben hier einen M4, der hier noch ein bisschen in die Mitte fährt, den wir so ein bisschen als Spotting missbrauchen können. Das ist jetzt die Idee, die ich jetzt habe, dass wir den M4 einfach ein bisschen zum Spotten benutzen. Wenn der irgendwas aufmacht, hier habe ich mir gedacht, okay, nee, ich fahre mal woanders hin, weil hier anscheinend gar nichts kommt, das war so meine Vermutung, aber jetzt kommt hier halt doch was. Entsprechend stehe ich mich natürlich wieder hin und hoffe, dass sie mir reinfahren und seht ihr schon immer, wie schnell der Kreis kleiner wird, da seht ihr schon, wie krass das Einzählen ist und da sind die ersten Sachen offen. Da sind direkt 400, ne, 300 ist Average, 400 Knallboom. Und leider ist der dann aber nicht hier hingegangen. Also eigentlich ist es relativ genau, aber unser M4 ist direkt draufgegangen. Der hat gerade 100% auf 0 innerhalb von 5 Sekunden gemacht. Ist halt leider ein Autoloader, gegen den er gepiekt hat. Und ich glaube, der Projetto 54 hat wahrscheinlich auch mitgeschossen von oben. Das heißt, ich muss natürlich selber jetzt spotten. Deswegen stelle ich mich so ein bisschen hier hin an die Kante, wo es dann fast durchsichtig wird, dass ich spotten kann und weggehen. Und jetzt kann ich hier entspannt durchschießen, ohne dass er mich sieht. Na, das ist so ein bisschen unser Gameplan hier, deswegen schießt ich mal blind rein. Man hat mir natürlich nicht gesehen, ich bin nicht aufgegangen, ich habe einen sechsten Sinn hier drauf. Alles im grünen Bereich. Deswegen, wir halten so ein bisschen vom T28 den Rücken frei. Aber der T28 hat inzwischen umgedreht. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig schlau ist. Weil pushen tun sie offensichtlicherweise nicht auf unserer Seite. Hier seht ihr gerade, dass unsere hier auf der nordöstlichen Flanke alles gefallen ist, bis auf zwei Heavys, was ein bisschen ein Problem ist. Und hier warte ich gerade drauf, dass sie rumfahren, aber der T28 steht jetzt so da, dass sie nicht rumfahren gerade, dass sie gerade so hinter der Ecke bleiben. Das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht mitwirken kann, was echt unangenehm ist. Das ist übrigens ein 8er Match, by the way. Also wir sind hier nicht im Top-Tier unterwegs, aber ich fühle mich hier trotzdem sehr, sehr stark in der Runde. Aber das kommt noch. Meine Time to Shine ist noch auf dem Weg. Hier warte ich ja, Progetto zeigt mir sein Ass. Erstmal tracken. Damit er schön bleibt, jetzt muss ich ihn selber spotten und wieder zurückfahren. Und dann gibt's hier uff die Mütze, Progetto. Da kommst du nicht mehr weg. Dafür lade ich zu schnell nach. Dafür lade ich zu schnell nach. Dass du mir da wegkommst. Ich bin dann ein Stück vorgefahren, damit er nicht wieder im falschen Moment nicht mehr gespottet ist, weil ich gehofft habe, dass ich dann mal das Spotting aufrechterhalten kann. Jetzt sind wir so, okay, hier ist anscheinend alles, was hier irgendwie reingepusht hat, gefallen. Dann fahren wir lieber vorwärts. Und versuchen mal hier irgendwie die Schlinge zuzuziehen, so ein bisschen Richtung Mitte dann, dass wir dann unsere Leute supporten können, die auf der anderen Seite sind. Und dann haben wir gedacht, nee, die fallen gerade da oben, die werden gerade oben komplett auseinandergerissen. Wir fahren hier nicht mehr vorwärts, wir fahren hier nur noch rückwärts, weil schon eine ganze Weile der Karo fehlt. Und die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass die auf unsere Basis fahren. Also, Kommando zurück, alles zurück zur Basis. Auf geht's, da ist nämlich der Karo aufgetaucht. Der T34-2 GFT fehlt schon ewige Zeiten, wo auch immer der hin ist. Ja, 59-16 auch nicht mehr gespottet seit ewigen Zeiten.
gucken wir mal, was hier passiert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt unsere Mannschaft bündeln und dann da drauf gehen. Ich habe dem T28 kurz gesagt, dass ich zurückfahre, damit er nicht denkt, ich helfe ihm und dann bin ich nicht da. So, da haben wir hier den Karo. Den nehmen wir mal kurz. Bams, schön unten in die Unterwanne. Da ist der T34-2GFT. Blöderweise sind halt unsere Artis aufgegangen. Und jetzt arbeiten wir mal hier mit unserem, was ist eigentlich, WC-120-1FT zusammen. Gucken wir mal. Ah, ja, der T34 ist einfach nicht zu sehen, obwohl er dort irgendwo stehen müsste. Hier ein bisschen zu weit reingezielt. Aber den nehme ich mit, den 5916. Hier könnte ich vielleicht vorfahren. Ich bin hier ein bisschen ängstlich. Ich bin halt immer noch ein 7er, ne? Ich bin ein bisschen ängstlich. Vor mir steht ein 8er. Da steht ein Scorpion G. Okay, den nehme ich nicht mit. Aber dafür ist links was aufgegangen. Dann nehme ich halt den mit. Batz. Rein in die Luzi. Schön 326. Schöner Highroll. Um den zu finishen, damit er nicht mehr unseren WC-120 mitnimmt. Der hat sich versteckt. Aber da ich hier noch full life bin und wir schon bei 1900 Damage sind, fahre ich jetzt mal vor, um hier Sachen aufzudecken. So, jemand ist natürlich, ne? Schön da einfach ein 6er. Der wird einfach weggefrühstückt. Der hat seinen HE-Schuss verschossen. Jetzt wird hier ein bisschen der WC-120 ein bisschen frech gewesen. Nämlich weggeschubst, jemand, wo ich finishen könnte. Aber was soll's. 2500 Schaden, ja. Für einen Stufe 7er im Stufe 8er Match mit 5 Kills ist schon ordentlich. Wir haben nur noch 3 Artis gegen uns, also volle Kraft voraus. Ruf auf die Artis. Wenn ich da jetzt noch einen Schuss drauf kriege, ne, könnte ich fast die 3000 Damage knacken mit sehr viel Highroll-Glück. Aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vor allen Dingen könnte ich, wenn ich noch einen Schuss drauf kriege, vielleicht sogar einen absnacken und einen Krieger klauen. Das wäre natürlich die absolute Oberbelohnung hier. Deluxe, aber ich dachte mir so, wenn die jetzt hier stehen, ne, dann wird denen ja klar sein, haben ja gesehen, dass wir hier sind, dass wir hier rausfahren. Dann werden die wahrscheinlich hierhin up-aimen, so auf A, B, 4, dort werden sie wahrscheinlich up-aimen. Aber fährst du lieber hier oben rum und kommst dann hier direkt nah ran, ich ziehe viel, viel schneller ein und hast so die besseren Chancen, dass du den ersten Schuss auf sie kriegst, dass sie dich nicht noch irgendwie dumm pennen und dir deswegen 600 Damage machen und dann töten können. Wobei ich auch der Meinung bin, das sind zwei M44 im Gegnerteam, wenn wir hier mal kurz gucken, und eine Crusader SP. Das sind drei eigentlich relativ schnell fahrende Artilleries. Ich war der Meinung, die sind schon lange weggefahren. Die sind irgendwo hier runtergefahren, ne, hier, stellen sich irgendwo hier hin und chillen sich einen Wolf. Ich war der Meinung, wir werden die dort nicht mehr treffen. Aber die sind nicht weggefahren. Das sind so richtige Stufe 6 Arti-Spieler, die einfach stehen bleiben, die nicht die Mobilität ihrer M44 ausnutzen wollen, die einfach dort chillen und nichts tun. Ich vermute auch, der WC-120 hat entweder Angst vor der Arti-Schelle gehabt. Oder, ich habe übrigens nur 6. Kill, Krieger Juhei. Oder, er wollte mir einfach den Krieger gönnen. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Den nimmt er sich. Und dann Fahrer ausdauern. Ich habe gerade noch mein Geschütz repariert, weil ich dann doch noch dachte, ich kann noch mal schießen. Jetzt habe ich noch einen Fahrer wieder geholt. Und der steht echt so nah dran, das hätte ich nicht gedacht. Da holen wir uns noch den 7. Kill. Easy peasy lemon squeezy. Ich würde sagen, das haben wir mit hier 3050 Schaden ordentlich gecarried. War natürlich ein Panzerass, ein Krieger. Ich weiß nicht, was unsere Heavys gemacht haben. Die sind irgendwie komisch oben rumgelummelt und haben so ein bisschen was gemacht, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also hier haben wir mit dem WC-120 am Ende ordentlich, ordentlich aufgeräumt. Guter Mann, guter Mann. Wer ist das? Daniel Leo. Also, ich war sehr, sehr zufrieden nach der Runde. Achso, und ich habe im Stream noch gesagt, von wegen, die Runde wird bestimmt voll kacke, weil ich mit dem Jagdpanther nie zurechtkomme. Ja, dann haue ich sowas raus. In dem Sinne, bis bald.